Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich war mal wieder auf einem Flohmarkt und diesmal war es wieder ein Flohmarkt, den ich sonst bisher noch nicht besucht hatte hier in der Gegend. Nicht so weit weg, aber ja, ist einer, wo ich sonst nicht so oft bin und dementsprechend war ich sehr gespannt, was mich erwarten wird. Und die ersten Funde ließen nicht lange auf sich warten, denn es gab natürlich Grabbelkisten. Gleich zu Anfang gab es Grabbelkisten und ihr wisst ja, ja, Expertentipp. Die Grabbelkisten sind immer die interessantesten für so Leute wie uns, die halt so nerdiges Zeug sammeln. Und da sind mir dann auch gleich diese zwei Dinge hier untergekommen. Ja, einmal der hier. Das wird dann ganz oft in so Kisten versteckt, wo auch so andere Autos drin sind. Da ist dann plötzlich sowas mit dabei. Oder das Ding hier. Ja, der Kollege hier. So, und ich erkenne sowas natürlich sofort als kleine Transformers. Und so ist es auch hier. Hier haben wir nämlich ein kleines, weiß gar nicht, ob der noch weiter zu transformieren ist hier oder ob ich da irgendwas. Sind das so die Beine? Ist das so? Ich weiß es gerade nicht. Kann man es noch auseinandernehmen. Wir haben hier auf jeden Fall diesen kleinen Mini-Transformer. Ja. Und dann diesen hier und der. Ja, ich dachte auch, das ist irgendwie auch ein Fahrzeug. Nee, das ist der Kopf von irgendeinem anderen Transformer. Komisch, ne? So, letztes Mal habe ich einen Transformer ohne Kopf gehabt, diesmal habe ich einen Kopf mit ohne Transformer. Ich weiß auch nicht, zu welchem der gehört. Das wird sich noch rausfinden müssen. Ja, irgendwie ist das nur der Kopf. Oder das ist halt ein Typ mit sehr, sehr kurzen Beinchen. Hat auf jeden Fall hier diese Funktion. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sieht witzig aus. Gefällt mir sehr gut. Und so kleine Dinger nehme ich natürlich immer gerne mit. In dem Fall habe ich hier jeweils 1 Euro bezahlt. Und das ist in Ordnung. Gut, bei dem, wenn ich geahnt hätte, dass das nur der Kopf ist und nicht irgendwie noch was anderes, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, aber wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal den passenden Transformer dazu. Man weiß es nicht. Und hier bei dem, wie gesagt, jeweils 1 Euro. Das war absolut okay. Ihr wisst Bescheid, ich blende wie immer die Preise ein, wenn ich sie denn gefunden habe, was das dann jeweils so wert ist. Ja, so, dann ging es weiter. Einer der nächsten Stände hatte ganz, ganz viel aufgebaut. Er hatte Funko Pops da, der hatte Videospiele da ohne Ende, Keychains ohne Ende und zwischendrin lag einfach einsam und verlassen Imsen hier. Der gute alte New Adventures He-Man. Jetzt habe ich schon einen New Adventures He-Man, aber der sah hier vom Zustand relativ gut aus. Funktioniert auch noch hier, ne? Man kann hier auch noch so ein bisschen Action machen und der hatte natürlich auch absolut kein Zubehör mit dabei. Und ich würde mir schon wünschen, dass ich zumindest mal einen finde, der sein Schwert noch hat. Kann man He-Man aufbewahren ohne Schwert? Ich verstehe es nicht. Naja, egal, auf jeden Fall hat war halt kein Zubehör mit dabei. Er wollte 5 haben. Ich habe gesagt, nee, der hat gar kein Zubehör mit dabei. Ich gebe dir 3. Man hat sich auf 3,50 geeinigt. Und das ist für eine New Adventures He-Man-Figur ohne Zubehör absolut fair. Und da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich dann. Wie gesagt, ich habe schon einen. Ich werde mir den mal angucken, welcher vom Zustand besser ist. Und dann wird der in die Sammlung integriert, der ein bisschen schicker ist. Ich habe ja nun nur eine sehr, sehr kleine New Adventures Sammlung, aber sie wächst langsam und ich freue mich dann, wenn ich dann immer mal sowas finde. Und ganz ehrlich, wenn ihr sowas auf dem Flohmarkt findet und ihr seid ein bisschen affin, wenn es um Actionfiguren geht, nehmt die mit, wenn der Preis stimmt, weil selbst wenn ihr den schon habt, es ist halt einfach selten geworden, dass man sowas findet. Ne? Also ich würde sogar Turtles mitnehmen, die ich dann schon habe teilweise, wenn sie dann und dann vergleichen, welcher Zustand besser ist, weil man weiß das manchmal nicht so genau. Ne? So, dann geht's weiter. Haha. Die nächste Grabbelkiste. Und auch das war wieder eine Grabbelkiste, wo alles drin, alles drin. Alles. Ja. Also was da nicht drin lag, war, keine Ahnung hier, irgendwelche Plüschfiguren. Aber ansonsten alles. Ja, Überraschungseierfiguren und andere kleine Figuren. Und natürlich, der geneigte Kenner sieht sowas dann in der Kiste liegen und weiß, aha, Optimum Prime und dann geht's los. Na komm, Optimum. Optimum Prime. Optimum Prime. Und schon hast du einen wunderbaren kleinen Mini-Transformer. Da ist er. Sehen super aus, sind super klein. Ich finde die witzig und ich kenne jemanden, der findet die auch total witzig und hat da das ein oder andere Ding von. Und ich glaube, der freut sich, wenn er von mir diese kleinen Mini-Transformers mitgebracht bekommt. So, dann bin ich weitergegangen. Da gab es einen Stand, der hatte auch wieder alles Mögliche dabei und da fiel mir der ins Auge und ich glaube, ich kenne diesen Stand auch schon, der ist mir schon mal ins Auge gefallen vor einer Weile und ja, vom Zustand ist er nicht perfekt, die Nase hat ein bisschen gelitten, ja, unten unterm Fuß ist er ein bisschen schmutzig. Habe ich erzählt, was ich hier bezahlt habe überhaupt?
Ein Euro, entschuldigt bitte, auch ein Euro. Ja. Ja, normal so 50 Cent Artikel, aber heute war mir irgendwie nicht so danach, die dann noch auf 50 Cent runter zu handeln. So. Er hier, Samson. Ja. Und da sagte er zu mir, er hätte gerne 3 Euro. Ich habe gesagt, ja, 2 gebe ich dir für den Samson. Ist ja eine schöne, große Bulliland-Figur. Ich weiß gar nicht, von wann er ist. Der könnte auch schon ein bisschen älter sein, tatsächlich. Ja, und für 2 Euro fand ich das in Ordnung. Ja, den Samson ist halt auch für mich ein Stück weit Kindheit. Und ich finde es halt immer witzig, wenn man so die eine oder andere Figur aus der Kindheit hier so zusammensammelt. Kann man, steht hier ein aktuelles Datum drauf? Ich muss noch mal gucken. Vielleicht finde ich das irgendwie raus. Es wird sich eh rausfinden lassen. Ja, dann blende ich es jetzt ein, von wann er ist. Preis habt ihr ja schon gesehen. So, dann ging es weiter. Auch wieder ein Stand mit allem möglichen Zeug, auch vielen neueren Sachen. Und der hatte dann den hier. Ja, das ist eine 5-Star-Figur, eine sogenannte von Funko. Die kennt ihr vielleicht schon. Ja, die sind eine Zeit lang mal rausgekommen und dann relativ schnell wieder vom Markt verschwunden, was ich sehr, sehr schade finde, denn die Figuren sehen fantastisch aus. Es gab tolle Disney-Figuren. Hier ist zum Beispiel der Jaffa aus der Aladdin-Reihe und er sieht halt einfach fantastisch aus. Ja, und er wollte 5 haben. Ich habe ihn auf 3 runtergehandelt. Für 3 Euro beschwere ich mich hier nicht. Ja, und der bleibt aber nicht bei mir in der Sammlung tatsächlich, sondern der geht weiter. Es wird ein Figuren-Upgrade für einen netten Kunden. Ja, ja, so macht man das, ne? Ich bezahle das und gewinne dann. Und was er wert ist, habt ihr ja gesehen. Ne? Also auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für alle. So, dann bin ich weitergegangen an den Stand und ich dachte so, oh, was ist das denn? Da sehe ich doch Hörspiele aufblitzen. Und ich habe schon wieder dieses hier gesehen. Dieses hier, ja? Und wenn ich dieses hier sehe, dann gibt es immer naja, eigentlich ist es keine 50-50-Chance. Tatsächlich ist die Chance eher so 90-10. Ja? 90%, dass es sich um Benjamin Blümchen oder Bibi und Tina handelt, oder Bibi Blocksberg. Ja, und 10% Chance, dass es sich um Jan Tenner handelt. Ja, sagen wir 9% Chance und 1% Chance, dass es sich um Captain Blitz handelt. Und den habe ich so tatsächlich noch nie gehört. Ich habe Captain Blitz nie als Hörspiel gehört. Und die hatte halt jede Menge davon dabei und sie wollte 2 Euro pro Kassette haben. Dann sagte sie, naja gut, vielleicht auch 1,50 reicht auch. Und dann sagte sie, also unter 1 Euro gehe ich auf gar keinen Fall. Wo ich noch so dachte, ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Noch überhaupt gar nichts. Warum sagst du denn jetzt schon andere Preise? Naja, am Ende wollte sie 1 Euro pro Kassette haben, sagte sie. Behalte das bitte im Hinterkopf, ja? Und ich habe hier 1 Folge, 2 Folgen, 3 Folgen, 4 Folgen, 5 Folgen, hier Folge 4, 6 Folgen, 7 Folgen, 8 Folgen, 9 Folgen, 10 Folgen, 11 Folgen, 12 Folgen, 13 Folgen, 14 Folgen. Also wir haben hier 14 Folgen Captain Blitz. Das ist eine Hörspielreihe, die ich so noch nie gehört habe, wo ich mich mega drauf freue, sie mir endlich mal anzuhören. Also 14 Folgen Captain Blitz und sie hatte noch eine von den TKKG-Kassetten, die mir fehlten. Und zwar die Folge Nummer 80. Und zwar sogar in der Version noch mit dem eckigen alten Logo. Ja, also wir haben hier 15 Hörspielkassetten. 15 Hörspielkassetten. Und sie sagte, unter 1 Euro pro Kassette geht sie nicht. Und ich so, und was machen wir da jetzt mit dem Preis? Sie guckt mich an und sagt, ja, dann machen wir 10 Euro. Ja, machen wir. Finde ich völlig in Ordnung. Also es ist wieder mal, es ist manchmal sehr interessant, wie die Leute ihre Preise gestalten auf dem Flohmarkt. Vor allen Dingen, wenn sie dann so Sachen sagen wie, ja, also unter den Preis gehe ich nicht. Und dann gehen sie doch nochmal unter diesen Preis. Es ist super spannend manchmal. Ja, finde ich dann auch immer sehr, sehr interessant. Und ganz ehrlich, ich finde das absolut fair so. Also, ich meine, klar, ne, das ist mit Sicherheit hier tatsächlich, wenn du jetzt die Online-Preise guckst, um einiges mehr wert. Aber, ja, mein Gott, die Person hat sich gefreut, sie hat ein bisschen Geld eingenommen. Ich habe mich gefreut, ich habe einen guten Schnapper gemacht. Also, von daher, ja. Und ich hätte auch tatsächlich die 15 Euro bezahlt, wenn sie jetzt 1 Euro pro Kassette aufgerufen hätte. Ja, das war jetzt, sage ich mal, der Massenrabatt und von daher ist das, finde ich, absolut in Ordnung. Was hätte sie noch da gehabt? Sie hätte noch ein bisschen Airwolf da gehabt. Da habe ich auch erst überlegt, ob ich ihn mitnehmen soll, weil die ja inzwischen doch relativ wertvoll sind. Ich mag die aber nicht hören, genauso wie Knight Rider. Das mag ich nicht so hören. Die hätte ich halt nur mitgenommen, um sie dann im Zweifelsfall teurer weiter zu verkaufen. Und das ist einfach dann auch nicht immer so Sinn der Sache. Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall weitergegangen an einen der nächsten Stände. Boah, ich komme gerade frisch von da. Ich bin noch total durchgeschwitzt. Also es ist, ja, es ist eine Information, die ihr gar nicht haben wolltet. Aber ihr seht es ja auch und dementsprechend. Ja.
Gormiti-Figuren. Auch wieder eine Kiste, wo alles drin lag. Also sie war kreuz und quer mit Überraschungseierfigürchen, dann irgendwelche Playmobil-Figuren und. Da muss man dann schon immer mal so ein bisschen suchen. Und bei dem ist hier auch eine, die ist so ein bisschen, ich will nicht sagen beschädigt, aber da ist halt zumindest der Arm so ein bisschen locker. Und wir haben hier halt Gormiti-Figuren, den Kollegen hier, ja, und den Kollegen hier. Und er wollte jeweils 1 Euro haben, ja, und, nee, wollte er nicht, er wollte 1,50 pro Figur haben. Also, und ich hab dann gesagt, nee, ich gebe 1 Euro pro Figur. So, genau, 1,50 wollte er haben. Ja, und die sind alle so zwischen 1,50 und 2 Euro wert, habe ich halt gesagt. Also normalerweise, ne, ihr seht das ja hier unten jetzt, was die jeweils wert sind. Das ist immer schwer zu beurteilen, weil man genau diese halt auch nie findet. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt von diesen nicht schon welche da habe. Ja, da hat einer mal ein bisschen am Fuß geknabbert. Aber ich finde die Figuren echt witzig, ehrlich gesagt. Und ich finde, das ist so ein richtig schönes, süßes, kleines Sammelgebiet. Ja, weil die sind im Prinzip fast auf jedem Flohmarkt zu finden. Es gibt unendlich viele davon und sie kosten halt nicht viel. Also ist ein schönes Sammelgebiet, man hat schnell eine relativ große Sammlung zusammen und das finde ich persönlich dann irgendwie witzig. Also es hat sich irgendwie so eingeschlichen und das Ding ist halt, die erinnern mich einfach an die Battle Beasts von früher. Und da man die auf dem Flohmarkt definitiv überhaupt nicht mehr findet, ja gut, was rede ich viel. Ja, das ist dann klar. So, dann bin ich an den nächsten Stand gegangen, da war eine Mutti mit ihrer Tochter und die Tochter war irgendwie 14 oder so. Und die haben auch ein bisschen was verkauft da zusammen. Und die Tochter hat ihre Funko Pops verkauft und die Mutter hat ihre Hörspielkassetten von früher verkauft. Und das sind natürlich zwei Dinge, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Deswegen habe ich auch einen schönen Klönschlag noch gehalten mit den Leuten da und habe ein bisschen mich ausgetauscht. Und es waren sehr nette Menschen. Und ja, ich musste mitnehmen. Den Vanellope Pop. Es ist der von Ralf Breaks the Internet. Also es ist eine neuere Variante, aber Vanellope ist super. Da wären sonst noch andere Sachen gewesen, Cuphead-Geschichten und so, aber dann auch teilweise out of box. Die wollten ursprünglich 8 dafür haben. Ich habe gesagt, ich gebe 6. 6 gebe ich für diesen Funko Pop. Ist auch okay, wird auch nicht bei mir bleiben, wird auch mit Sicherheit ein kleines Figuren-Upgrade werden für jemanden in meiner Lootbox. Und obwohl ich den super süß finde, also ich könnte mir auch gut vorstellen, den selbst zu behalten, weil ich mag diesen super niedlichen Pop. Und da waren halt noch 2 Hörspielkassetten dabei, die in meiner Sammlung fehlten. Na gut, hier weiß ich gar nicht, welche noch fehlen, da habe ich überhaupt keinen Überblick. Aber bei denen, da fehlte auf jeden Fall die Folge 7, Regina Regenbogen. Ja, und sie wollte 3 Euro pro Kassette haben. Und ich so, nö, 3 Euro pro Kassette ist mir zu hoch. Mein Limit pro Kassette ist 1,50. Weil ich war schon kurz davor, sie wieder wegzulegen. Ja, ich so, 3 Euro? Na gut. Und dann war schon die Bewegung wieder. Und sie so, was ist denn dein Limit? Ich so, ja, 1,50. Und dann sagt sie, ja komm, dann mach. Ja, und jetzt haben wir hier einmal der Schrei der goldenen Schlange von Ravensburger, hier die Knickerbockerbande und einmal Regina Regenbogen von Europa. Einfach das Label schlechthin damals in den 80ern. Folge Nummer 7. Und ich habe jeweils 1,50 bezahlt. Das kann man auf jeden Fall machen. So. Und da war ich auch schon fast durch. Da war nicht mehr so viel zu holen. Es gab noch jede Menge Grabbelkisten. Und dann war da ein Händler, wo ich normalerweise dachte, da lag überall Dino-Zeug. Dinos, Dinos, Dinos. Ganz viele Dinos aus verschiedensten Materialien. PVC, Gummi, Dinos, was ihr haben wollt. Echte aus Knochen und so. Bestimmt, so alt wie die Tage so waren. Aber das ist halt auch immer so eine Wühlkiste. Und ich habe diesmal gesagt, komm, du siehst zwar nur Dinosaurier, aber du weißt nicht, was unten am Boden liegt. Und dann schimmerte wieder so ein Transformer durch. Leider fehlte dem ein Teil. Den habe ich dann nicht mitgenommen. Aber ich habe andere Sachen an diesem Stand mitgenommen, die ich ultra witzig finde. Und zwar wieder 2 so kleine Mini-Transformers-Figürchen. Ich denke mal, das sind auch diese Heroes-Transformers. Wir haben hier einmal den König Starscream. Die sind allerdings nicht anders als der, den ich letztes Mal hatte, nicht artikuliert. König Starscream. Ja, dann hier noch den Optimus Prime. Ja, ich weiß nicht, von wann die sind. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammengehören, ob das auch diese Heroes-Figuren sind. Ich habe hier jeweils 1 Euro für bezahlt. Das ist okay. Ja, er wollte erst natürlich 2 Euro pro Figürchen haben. Und ich sagte, nee, komm, diese kleinen Figuren, 1 Euro, das reicht wohl vollkommen. Und dann hatte er den hier noch da. Und da war ich mir erstmal nicht ganz sicher, von was der ist. Und wenn ich das richtig sehe, ist das ein McDonald's-Toy, der sogar theoretisch eine Funktion hat. Licht oder sowas wird er haben. Funktioniert natürlich nicht mehr. Aber als ich das Ding gesehen habe, musste ich
aus irgendeinem Grund instant an die Turtles denken. Und vermutlich ist es nicht zu den Turtles. Vermutlich ist es zu irgendwie sowas wie Ben 10 oder so. Das werde ich dann noch rausfinden. Na, vielleicht wisst ihr das ja zufälligerweise. Vielleicht bewegt er auch die Beine. Ey, das ist ja voll geil, das Ding. Ich finde den auf jeden Fall super. Der gefällt mir persönlich total gut. Es ist ein Toy, was ich auch zu den Turtles-Figuren halt auch stellen werde, im Zweifelsfall. Und ich mag sowas einfach. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was es ist, von wann es ist. Es sieht aus, als wäre es McDonald's, weil es steht irgendwie McDonald's drauf. Steht ja auch mit Sicherheit eine Jahreszahl drauf, oder? Irgendwas in den 2000ern auf jeden Fall. Es ist nicht ganz so alt. Aber für mich, mich erinnert das an die Mauser von Turtles. Deswegen passt das super zu den Turtles-Figuren. Ist natürlich auch billiges, leichtes Plastik, aber mit Funktion und Batterie. Muss man ja auch mal dazu sagen. Hier, für den habe ich jetzt 2 Euro bezahlt. Das ist in Ordnung. Ja. Das ist okay. Und das war der Flohmarkt. Jawollo. Find eine schöne Ausbeute. Ich habe wieder viel zu viel Geld ausgegeben. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Es ist ein schöner Spaß gewesen. Und jetzt möchte ich euch noch die Dinge zeigen, die ich hier aktuell so in meine Sammlung integriert habe. Sachen, die neu dazugekommen sind. Geschenke von lieben Freunden. Und zwar einmal vom lieben Chris Tainment. Der hat mir 10 Stickerhefte hat er mir nicht mitgebracht. Er wollte mir ein Stickeralbum mitbringen, weil er dachte, ich hätte keins. Ich so, hä? Hast du mir doch selber gegeben? Ich habe hier auf jeden Fall einmal 10 von den Los Amigos Stickertütchen. Und da konnte ich auch einige Sticker von gebrauchen. Da ist einiges dann auch tatsächlich ins Heft schon eingeklebt worden. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe jetzt hier nur diese Stickertütchen aufbewahrt. Also 10 Stickertütchen hat mir der liebe Chris mitgebracht. Falls ihr das Stickerheft noch haben wollt, bei Los Amigos auf der Seite könnt ihr das mit Sicherheit bestellen. Gar kein Problem. So, und dann hat er mir von der Toyplosion mitgebracht, diesen Stickerbogen. Eigentlich hat er mir 3 Stück mitgebracht, aber 2 davon habe ich schon weitergegeben an liebe Kunden, die das als Bonus bekommen haben von mir. Und ja, in diesem Falle ist das ein schöner Sticker, den hat, glaube ich, Heo verteilt. 30 Jahre Jurassic Park, 40 Jahre Masters of the Universe. Es sind halt so Aufkleber. Es ist so ein Aufkleberbogen. Ja, und da ich halt jeden möglichen Quatsch sammle, den man so zu Masters kennt, ist das natürlich bei mir auch sehr, sehr gut aufgehoben. So, dann kam an das inoffizielle Comic-Magazin von Nostalgie Fuzzy. Ja, da habt ihr vielleicht auch meinen Instagram-Post schon gesehen mit dem Bild. Ich habe leider das Pech, dass mein Heft eine kleine Beschädigung hat, aber ich habe mich mit dem Nostalgie-Fuzzy, also mit dem Alex, auseinandergesetzt. Der hat sich gemeldet und hat gesagt, ach ja, ich wollte dir ja sowieso noch einen Artprint schicken und einen Aufkleber. Das hole ich natürlich nach, keine Sorge. Du kriegst auf jeden Fall ein unbeschädigtes Heft und dann auch noch die Extras mit dazu. Und das finde ich sehr, sehr nett von ihm. Er hat auch schon nach der Adresse nochmal nachgefragt. Das geht auf jeden Fall jetzt los. Also wird es irgendwann die Tage bei mir ankommen. Es sind die alten englischen Comics, die damals rausgekommen sind. Und die hat er hier dann im Prinzip in deutscher Variante aufbereitet. Die sind so auch in der Form noch nie in Deutschland erschienen. Er hat das so aufgemacht wie die E. Harper Hefte. Kann man auch bei ihm bestellen. Ich schicke euch einfach mal den Link in die Videobeschreibung, falls ihr dieses Heft haben wollt. Das erste, da gibt es, glaube ich, bald einen Nachdruck und demnächst kommt dann schon das zweite Heft raus. Ich habe das zweite schon vorbestellt. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich finde das total toll, dass es sowas gibt. Ja, ist etwas pricey im Vergleich, ne? Aber ist auf jeden Fall jeden Cent wert für mein Verständnis. Ist das was Besonderes und jeder Masters-Fan braucht einfach dieses Heft. Ganz klar. Ja? Also klare Kaufempfehlung. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Ja, ich glaube, es kostet 8 Euro. Hier steht zwar 3 Mark oben drauf, aber das ist lange vorbei, diese Zeit. Das sind halt noch die Preise von damals im Prinzip. Ne? Also, 8 Euro plus Versand bezahlt ihr dafür. Das finde ich jetzt absolut in Ordnung. Und es kommt auch in dieser wunderbaren Schutzhülle, die leider meins nicht so geschützt hat. Also, aber das ist halt Pech. Mit, ne? Du kannst halt so oft nicht knicken draufschreiben, wenn der DHL-Bote da keinen Bock drauf hat. Genauso ist das leider auch hier passiert. Und zwar von meinem lieben Freund. Und zwar ist das jemand, den ich auf der Los Amigos zum ersten Mal treffen durfte. Ja, Ilvano. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, Ilvano. Der liebe Ilvano. Und zwar von Accessories for the Universe. Hier ist der Flyer. Den hat er mir auch mit reingepackt. Hier unten Instagram. Ah, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, knall ich aber auch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mal vorbeischauen, der ist fantastisch. Das ist so ein begnadeter Künstler. Der saß bei der Los Amigos neben mir und brauchte mehr Platz. Und ich habe ihm immer mehr von meinem Platz gegeben, als meine Ware langsam weniger wurde. Und dann hat er nachher meinen Stand halbwegs mitgehabt. Und
der hat mir auch zum Geburtstag im Prinzip, das war allerdings Zufall, er wusste das nicht, Dinge zugeschickt, die er jetzt neu draußen hat. Und zwar haben wir schon auf der Los Amigos über dieses Comic-Heft geredet und ich habe gesagt, oh, da habe ich ein sehr großes Interesse dran. Wenn das dann rauskommt, würde mich das sehr interessieren und wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auch mal gucken, falls ihr das haben wollt. Ja, das ist vom Motu Stammtisch. Das scheint ein bisschen länger in the making zu sein. Es ist ein sehr witzig gemachtes Comic-Heft. Ja, und der liebe Kollege hat das gezeichnet. Ja. Ja, das war der, falls ihr euch erinnert, an meinen Haul von der Los Amigos mit der netten Familie. Wir hatten den ganzen Tag sehr viel Spaß. Es war einfach wunderschön und ich bin sehr, sehr froh, kommuniziere momentan noch häufiger mit ihm. Er verlinkt mich immer auf all seinen Bildern, die so fantastisch sind. Und ich wünschte, ich wäre so ein begnadeter Künstler wie er. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, dieses Heft ist auch wirklich super. Es ist mit viel Hintergrundinformationen und ein bisschen Comic, aber es ist etwas, was ich wieder ganz, ganz toll finde und auch bei mir definitiv. Das kommt definitiv in die Sammlung. So, und dann hat er auch über mich den Kontakt sozusagen bekommen zu einer Firma, die diese ganzen Aufkleber und so weiter herstellt, die ich auch immer gerne mal in meiner Box hatte. Und als Dankeschön hat er mir einfach mal so ziemlich alle seine Aufkleber einmal zugeschickt. Und zwar haben wir einmal diese wunderbare Holo-Sticker Evelyn. Sieht fantastisch geil aus. Dann einmal hier Ilvanos Accessories for the Universe. Als runder Holo-Sticker, das schreit 80er Jahre für mich, dieser Sticker irgendwie. Ja, finde ich absolut fantastisch. Sieht total geil aus mit diesem Faker. Dann hat er auch als Holo-Sticker, ich weiß nicht, ob man alle Sticker als Holo-Sticker macht, aber sieht dann einfach geil aus und schreit halt nach 90ern. Ne? In den 80ern gab es sowas noch nicht, so fancy Zeug. Ja, diesen Orko, den hat er auch ganz toll hingekriegt. Und auch hier kommt dieser Effekt richtig geil rüber. Hier hatte ich ihm noch vorgeschlagen, eine Glitzer-Variante zu machen, wo diese gelbe Fläche halt dann im Prinzip weiß ist, also durchsichtig. Dann wäre das eine Glitzer-Variante gewesen. Aber kommt halt auch so na, als Holo-Sticker total genial. Ja, dann hat er hier noch seine Tila. Der kann das halt einfach, ne? Der kann das halt einfach. Ich habe immer nicht die Geduld für solch umfangreiche Grafiken. Ja, sieht auch ganz, ganz toll aus, die Tila. Und dann hat er noch einmal den Dragon. Dragon Dingens hier, Dragon Armor Skeletor und auch der sieht einfach fantastisch aus und das hat er wirklich gut gemacht mit diesem Stickern. Das sieht halt einfach top aus. Ja, und das passt dann auch super zu diesem Holo-Prinzip, finde ich mega, mega geil. Also, ja, und dann hat er noch eine komplette, das ist absoluter Wahnsinn, also allein wie lange er daran wieder gesessen haben muss, eine komplette Grafik, ja, als Kühlschrankmagnet dann im Prinzip. Ja, also, ich weiß nicht, ob ihr das alles überhaupt erfassen könnt, was da drauf zu sehen ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, mein lieber Ilvano, vielen Dank. Ich habe mich wirklich super über dieses kleine Geschenk gefreut. Also ganz, ganz großartig. Und ja, ich hoffe, da gibt es den einen oder anderen, der jetzt dann aufgrund dieses Videos hier bei dir vielleicht noch ein paar die ein oder andere Sache bestellt oder vielleicht auch eine Commission gibt. Also der macht auch Zeichnungen für euch. Ne, könnt ihr dann bei euch, könnt ihr euch dann im Prinzip bei ihm melden und dann macht er für euch auch eine tolle Zeichnung fertig, wenn er Zeit dafür hat. Ja. Und das war's an dieser Stelle, ja. Ein neuer Flohmarkt, er hat sich sehr gelohnt für mich. Ich habe wieder schöne Sachen bekommen, werde jetzt noch das ein oder andere Foto machen. Und ja, ihr könnt mir hier gerne mal ein Abo dalassen, einen Daumen reindrücken, die Benachrichtigungsglocke reindrücken, gerne wieder anschalten und lasst mir Kommentare da. Was sagt ihr zu meinen Funden? Und nicht zu diesen Funden, zu diesen Funden. Zu den Funden braucht ihr nichts sagen, das weiß ich selbst. Ja, wart ihr selber beim Flohmarkt? Habt ihr was gefunden? Schreibt es mir. Kommuniziert mit mir. Helft mir, den YouTube-Algorithmus zu überlisten, dass dieses Video ein bisschen größer wird. Es ist halt einfach eine furchtbare Sache. Ja? Also jeder Like zählt, jeder Kommentar zählt. Je mehr ihr mit mir interagiert, desto besser. Ja? Und ihr wisst ja, ich antworte auf jeden Kommentar, den ihr mir gebt. Dementsprechend ist das immer eine nette Sache. Ja. Ja, das war's von mir. Ich bin total begeistert. Ich freue mich über meine Sachen hier. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, bis dahin bin ich raus. Tschüss. Was ist denn los? Ach so, das Ende vom Video. Ha, ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.